Hallo und herzlich willkommen zur 318. Ausgabe der BAFF-Show. Bei mir im Studio die Mary. Hi. Und ich bin der Flo, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich eh schon. Und wir haben einen bunten Strauß, passend zu Halloween, Kürbisse diesmal für euch vorbereitet und schauen uns ein interessantes Event in Guild Wars 2 an. Ja, und zwar geht es um den verrückten König Thorn, der schon Guild Wars heimgesucht hat, immer zu dieser Jahreszeit. Und da fahren die ordentlich was auf bei ArenaNet. Da gibt es haufenweise Zeugs zu erledigen, auch in der offenen Welt. Aber wir haben uns speziell angeschaut, zwei verschiedene PvP-Gebiete, die auch thematisch dazu passen. Wir haben ein Jumping-Puzzle gelöst und wir sind auch in ein spezielles Halloween-Dungeon gegangen, wo man diesen verrückten König Thorn auch ordentlich auf die Nüsse geben kann. So, das geschah also in Löwenstein, als das Halloween-Event noch tobte, denn da gab es Zugang zum Dungeon Aufstieg in den Wahnsinn, leider gerade abgeschaltet worden. Schade, denn es war ein lustiger Dungeon. Instanz für 5 Spieler ist es gewesen. Ja, im so Frühling ist es. Für 5 Spieler. Ein paar haben es auch alleine geschafft, habe ich gehört. Ja, ich habe auch mit welchen gesprochen, die das allein geschafft haben, aber wir haben uns zu 5 reingewagt. Die Instanz ist an sich ganz knackig, geht ganz schnell durch, dauert vielleicht 10 Minuten und besteht eigentlich aus 3 Phasen. Ja, da ist auch schon der Mad King, der verrückte König. Wir spielen jetzt ein Spiel, das seit unzähligen Jahrhunderten... Der sagt jetzt da seine Sprüche auf und dann geht's auch schon los. Einer von 5 Spielern, das wird per Zufall bestimmt, bekommt am Anfang ein paar Extra-Kommandos und muss auf die Befehle vom König achten. Die anderen 4 können einfach ganz normal schon mal anfangen, Schaden zu machen und die Trash-Mobs zu verkloppen. Also auch schön gemacht, die Instanz hier, ne? Wie der Mond da so rumgeistert, der geisterliche Mond und so weiter. Kann man den Schild, den er in der Hand hat, nicht sogar bekommen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube als Item, ja, gab's genau, den während ein bisschen kleiner dann vielleicht. Und gleich dürften die Portale erscheinen, aus denen die ersten Trash-Mobs kommen und dann mischt sich irgendwann später auch der Boss ein. Denn das Spiel beginnt. Der erzählt eine ganze Menge, ist immer noch am Reden, man hört es im Hintergrund. Ja, der erklärt erstmal, dass man die Befehle befolgen muss und ja, dann geht der Kampf irgendwann auch los. Da kommen die Türen. In den Staub mit euch vollen irren Herrscher, der verrückte König Thorn! Ja, schön mit Flächenschaden erstmal dezimieren. So ist es. In der Fünfergruppe ist das Ganze ja auch ziemlich simpel, denke ich mal. Ja, also allein geschafft wir hatten überhaupt keine Probleme, da durchzukommen. Ein respektvoller. Ja, und die ganzen Gegner sind ja auch so leicht Halloweenig angehaucht. Das sind so ein paar Skelettviecher und sowas laufen, glaube ich, rum, ne? Ja, und der Boss wird dann auch so Fähigkeiten haben, wie dass der explodierende Kürbisse auf dem Boden verteilt. Und also es hat alles so einen Halloween-Touch. Ja, passt ja auch zum Event. Mal gucken, ob sie sich nächstes Jahr was Neues einfallen lassen oder ob sie genau das gleiche nochmal präsentieren. Ich bezweifle, dass sie das gleiche machen werden. Das ist ArenaNet. Ja, aber das Modell ist so schön von dem König, ne? Der Mad King sieht schon richtig cool aus. Den ja, und man konnte sich ja auch für die Juwele, und das kann man sogar immer noch, das Kostüm auch kaufen. Aber ist relativ teuer, ne? Ja, ich glaube 500 oder 700 Juwele, also da muss man schon zeitlang spielen oder echtes Geld investieren. Ja, das, wie gesagt, das Event ist vorbei. Das war bei dem Löwen in Löwenstein, ja, mitten, den man da kennt. Da war ja der Zugang zu der Instanz. Und das Event ist jetzt leider schon vorbei, deshalb können wir euch nur einen Blick darauf gewähren. Müsst ihr vielleicht bis zum nächsten Jahr warten, bis etwas Ähnliches wieder passiert. Aber man kann sich ja bis zum 15. November noch einen Titel und ein Item abholen, wenn man da hingeht. Ganz genau, weil ein Untertanne von dem verrückten König steht jetzt im Löwenstein, an dem Platz, wo auch der Eingang zur Instanz war. Und wenn man mit ihm spricht, erhält man einen Erfolg und auch einen Hexenhut. Ein Hexenhut, schick. Mhm. Jetzt gerade fand ich ja sehr schön, wie er sein Schild hier rumgeworfen hat, so Captain America-Style schon fast. Genau, ja. Der prallt dann auch von den Spielern ab und fliegt dann auch wieder zurück zu ihm. Ja, sowas hätte ich auch gern für meinen Krieger. Ja, an sich ist der Bosskampf nicht wirklich kompliziert, also eine Strategie haben wir uns da keine überlegt, einfach draufkloppen, natürlich seinen Attacken ausweichen. Sofern es denn geht, weil der Schild gerade eben schien mehr Zielsuchen zu sein, ne? Das schon, ja, aber diese Strahlen oder die Kürbisse, die er auf dem Boden verteilt, da kann man dann schon ausweichen. Ah, sieht schon sehr episch aus hier, wenn der Kampf vonstatten geht und dahinter der Himmel so lang zieht. Ja, es ist wirklich hübsch geworden. Und endlich auch mal ein richtig großer Gegner, ne? Ja, der ist schon ein bisschen größer. Also mal abseits von Drachen und so weiter. Ja. So, und jetzt ist der König auch schon... Ach nein, der hat sich erst noch wegteleportiert. Da sieht man, dass die Kürbisse explodieren. Und gleich dürfte die erste Phase zu Ende sein. Und dann... Jetzt ist der König weg. Er hat sich jetzt wegteleportiert und jetzt geht's nach unten zur zweiten Plattform. Da muss man allerdings aufpassen, dass man nicht runterfällt, sonst stirbt man und muss wieder von vorne runterrennen. Ja. Ist auch schön fies, dass es so ein bisschen dunkel ist, dass man da
durchaus mal daneben hopsen kann. Ja, ist mir auch bei dem ein oder anderen Versuch tatsächlich gelungen, daneben zu springen. Und natürlich, wenn man zu tief springt, also direkt denkt, auf einer Plattform ganz unten zu springen, stirbt man natürlich auch durch Fallschaden. Richtig, da muss man auch aufpassen. So, da kommen jetzt wieder ein paar Trash-Mobs-Kürbisse und dann erscheint auch der Boss zur zweiten Phase. Da ist er auch schon. Ja, wie war so die Belohnungssituation? Man kann nach dem Bosskampf direkt eine von drei Belohnungen auswählen. Das sind Handwerksmaterialien und man kriegt auch, also da spawnt eine Truhe, zu der dann jeder hinrennen kann und jeder sich seine Belohnung rausholen kann. Ich habe bekommen grüne Hose, glaube ich, ein Farbset mit 7 verschiedenen Farben, das man auch zu Halloween kaufen kann für die Juwele und noch irgendeinen Beutel, aber das sieht man ja dann am Ende. Farben, schön. Das ist tatsächlich das, wo ich im Itemshop bisher am meisten Geld für ausgegeben habe, muss ich gestehen. Okay. Was richtig nützlich ist, gibt es ja eh eigentlich kaum. Und von daher, ja, Fluff-Items, Farben finde ich da sehr cool. Mhm. Mir sind auch keine großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Phasen aufgefallen. Also ich glaube nicht, dass der da neue Fähigkeiten bekommt. Boah, reicht ja schon, was er drauf hat, ne? Ich glaube, es war ja auch eher als so lustige Nachmittagsunterhaltung gedacht und nicht als herausfordernder Dungeon, der die Spieler irgendwie an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit treiben soll. Nee, ich glaube auch. Von daher mehr so ein Fun-Event. Im November kommt ja jetzt schon das Update, das ist ja heute bestätigt worden, dass es am 15. November wahrscheinlich was kommt mit einer neuen Zone. Und Weihnachten ist schon wieder ein nächstes Event, denke ich mal, geplant, denn im Dezember ist zumindest auf der offiziellen Guild Wars Homepage zu sehen, da ist wieder irgendwas geplant. Und was, wenn nicht ein Weihnachtsevent, würde im Dezember passen? Mal gucken, ob wir dann an dieser Stelle hier gegen einen großen Schneemann kämpfen. Möglicherweise. Ja, kippt denn der Herr Thorn jetzt auch mal langsam um, oder? Das ist jetzt die zweite Phase. Jetzt müsste er eigentlich gleich wieder verschwinden. Dann muss man wieder ein bisschen hüpfen und aufpassen, dass man nicht daneben springt. Und dann geht's zur letzten Phase, ganz unten auf der letzten Plattform. Falls man tatsächlich mal sterben sollte, ist es eigentlich auch nicht weiter tragisch. Man kann sich sofort teleportieren zum Anfang der Instanz und man muss halt dann wieder runterrennen. Also wird nicht zurückgesetzt und... Nein. Das ist natürlich schön, ne? Ist aber auch zäh, der Kerl. Mhm, also alleine braucht man da bestimmt ziemlich lange. Und deshalb, ne, da eh jeder die gleiche Belohnung kriegt, egal wie viele Leute reinlaufen, macht es Sinn mit einer Fünfergruppe. So ist es. So, und jetzt ist er wieder verschwunden und jetzt geht's runter zum letzten Abschnitt. Ja, fast gefallen, wa? Nein. Da muss man aufpassen, dass man auch wirklich weit genug springt. Was immer geholfen hat, finde ich, bei diesen ganzen dunklen Passagen, wenn man die Bildschirmhelligkeit ein bisschen hochdreht, das hat mit einem oder anderen Sprungrätsel für bessere Resultate gesorgt. Also wer hier sagt, es ist mir zu dunkel, da sehe ich nichts. Ja, könnte durchaus helfen. So, und derzeit hat er nicht mehr so viel Lebensenergie und da geht es jetzt bloß noch darum, ihn einfach tot zu kloppen. Ja. Tank and Spank und Tank. Auch was Neues. Oder wie es der Kollege Hake so schön formuliert hat, Kite und Smite. Bei Kiten braucht man ja nicht mehr. Im Nahkampf ist er ja, glaube ich, nicht so dramatisch schwierig, wie man sieht. Und wie er es immer so antäuscht, ne? Jetzt interpretiere ich immer schnell weg und denke mir schon, ja, wir haben gewonnen, der Sieg ist da und dann steht er immer noch. Aber es sind ja nur noch wenige Lebenspunkte, man kann es ja nicht genau sehen, wie viel Prozent das jetzt sind. Finde ich übrigens auch sehr schön, dass Guild Wars 2 darauf verzichtet. Ja. Man sieht dann nur, ja, es war knapp oder so, es war eher nicht so knapp und das reicht dann schon als Info.
Aber jetzt dürfte es weniger jetzt als knapp werden. Umfallen. Und finito. Schön. So, und da hat man jetzt die Möglichkeit, sich eine Belohnung auszuwählen. Nougat-Füllung. Tja, ich hätte Nougat genommen. Und nachdem man diese gewählt hat, kann man auch zur Truhe gehen und sich die restliche Beute einsacken. Haben denn die Sachen, die du gekriegt hast, irgendwie ein spezielles Halloween-Aussehen gehabt oder hattest du Pech eher? Nö, das waren eigentlich Standard-Items. Und das war die Instanz. Aber das war noch längst nicht alles, was es beim Halloween zu bestaunen gab, denn man konnte in den Startgebieten der verschiedenen Völker solche lustigen Portale hier aufspüren und dann mal hindurchflitzen, um zu schauen, was sich denn dahinter verbirgt. Und dort hatte man dann die Auswahl in diesem Labyrinth des verrückten Königs zwischen drei verschiedenen Varianten eines Minispiels, sage ich mal, was man wählen konnte. Zwei davon eher PvP-lastig, eine eher so Richtung Jumping Puzzle. Und die drei schauen wir uns natürlich jetzt auch mal an. Genau, man muss erstmal zu dem NPC da laufen, mit dem quatschen oder musste. Und dann bietet ihr euch die drei Möglichkeiten an. So, verrückte Inquisition zuerst. Hier kann man als Dorfbewohner oder als sogenannter Geist rumlaufen. Dorfbewohner hat, wie ihr seht, sehr wenig Fähigkeiten, muss im Grunde nur überleben und diverse Objekte zu solchen NPCs hier bringen, also seien es Fackeln oder irgendwelche Knochen, die rumliegen. Und möglichst sich nicht von einem Geist erwischen lassen, der jetzt da angelaufen kommt, weil die machen richtig fiesen Schaden und sind also für einen einzelnen Dorfbewohner schwer zu besiegen, für eine Meute von Dorfbewohnern vielleicht, wenn sie die entsprechenden Utensilien aufgesammelt haben, kann man Widerstand leisten. Aber ihr seht schon, Hälfte der Lebenskraft ist weg. Tja, da kann man noch einen fiesen Furchteffekt setzen mit so einer Vogelscheuche. Und dann hat man wirklich auch keine Chance mehr oder keine große. Ja. Und wenn sie sich in die Mangel genommen haben, dann stirbt man auch ziemlich schnell, wie man sieht. Und kommt dann als Geist wieder und muss seinerseits Dorfbewohner jagen. Ganz genau. Jetzt seht ihr hier schon die ganzen Fähigkeiten, die er hat. Also 1 bis 4 sind für uns gerade interessant. Das erste ist so eine Schlagfolge. Das zweite ist dieser große Treffer, den wir eben gesehen haben, der die rund 12.000 Schadenspunkte macht. Mit Nummer 3 ist ein zielgerichteter Furchtruf und mit 4 platziert ihr eine Vogelscheuche, die auch für einen Furchteffekt sorgt, was dann den Dorfbewohner ein paar Sekunden quasi hilflos macht. Und das ist auch schon das nächste Event. Und zwar geht es hier darum, Kürbisse zu sammeln und zu den Mausoleen zu bringen. Was man aber natürlich auch machen kann, ist, sich einfach direkt mit der Gruppe auf die gegnerische Mannschaft zu stürzen. Oder was die feindlichen Mausoleen vernichten, nicht wahr? Genau, das sieht man dann auch im Video. Aber wie immer kommt es am Anfang gleich bei den Kürbissen natürlich zu der ersten Schlacht zwischen den beiden Teams. Und wenn es etwas ruhiger zugeht, kann man sich natürlich auch mal einen Kürbis schnappen und zum Mausoleum bringen. Was das bringt, ist, dadurch erweckt man Skelette, die für das eigene Team kämpfen und den Feind daran hindern, dass er wiederum seine Aufgaben erledigen kann. Hier die grünen Jungs im Video, die hier mit rumgelaufen sind. Oder man stürzt sich einfach auf die gegnerischen Gebäude und macht sie einfach kaputt. Ja, im Prinzip, was man ja aus League of Legends oder sonstigen Dota-Spielen ganz gut kennt. Oder MOBAs, muss man ja fast eher sagen. Und ja, mal gucken, ob uns denn eine Variante dieser Karte dann auch in dem November-Update erwartet, so wie es ja gerüchteweise kundgetan wurde. So, jetzt hier der große Turm, was ist das? Und zwar ist es ein Jump-Puzzle der besonderen Art. Hier geht es darum, die Spitze zu erreichen, was allerdings etwas schwieriger ist, als man so nicht glaubt. Und zwar diese grüne Suppe da unten, die ihr seht, die darf euch nicht erreichen. Die steigt ständig an und man muss schnell genug davon rennen. Wenn man zu langsam ist, wird man eingeholt und verschlungen, was das Ganze dann beendet und man muss wieder von vorne anfangen. Und es ist wirklich nicht einfach, vor allem, wie man auch im Video sieht, die anderen Mitspieler euch die Sicht behindern, sodass man nicht immer genau sieht, wo man hinspringt. Ja, und hier der Kollege mit der grünen Boxershorts ist ja schon einige Male wohl gestorben, sonst würde er nicht nackig herumrennen, um seine Ausrüstung zu schonen wahrscheinlich. Gut möglich. Und da geht's immer weiter rauf und jetzt sieht man auch kurz die Truhe da oben. Die du fast erreicht hast? Die ich fast erreicht habe. Ja, aber was da wirklich drin ist, das verraten wir euch nicht.